Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Breaking News. Heute ist mal wirklich was zerbrochen und zwar mein Herz. Schuld daran hat natürlich Konami, wer auch sonst, die jetzt bekannt gegeben haben, dass sie ihre Zukunft eher im mobilen Markt sehen. Das heißt jetzt nicht, dass Spiele wie Metal Gear Solid und Pro Evolution Soccer in Zukunft nicht mehr für die Konsole erscheinen, aber man will auf jeden Fall aggressiv das Ziel verfolgen, mobile Plattformen wie Smartphones und Tablets zur Hauptplattform zu machen. Dabei will Konami dann auf die Pay-as-you-play-Taktik setzen. Das heißt, man wird eben Spiele umsonst bekommen, allerdings um dann bestimmte Inhalte zu bekommen und bestimmte Features zu bekommen, muss man dann Geld bezahlen. Konamis CEO Hayakawa hat außerdem ganz klar gesagt, dass er die Zukunft des Gamings allgemein eher im mobilen Markt sieht. Und das ist so eine Aussage, da möchte ich am liebsten schreiend wegrennen und mich in mein Bett einkuscheln und heulen. Allerdings gibt es einen Hoffnungsschimmer und zwar auf Kickstarter, wo auch sonst, wo gerade quasi ein Castlevania-Spiel gecrowdfundet wird. Das Ganze hört auf den Namen Bloodstained Ritual of the Night und kommt von Koji Igarashi, der ja quasi der geistige Vater von Castlevania ist, weil er die Serie eben sehr lange betreut hat. Und das Ganze ist eben tatsächlich ein Metroidvania-Spiel mit Erkunden, mit Kämpfen, mit Rollenspielelementen, mit Crafting, mit einer offenen Spielwelt, mit allem, was Castlevania eben ausmacht. Auch mit einem tollen Soundtrack wahrscheinlich. Kommt nämlich auch von jemandem, der schon lange an Castlevania gearbeitet hat. Und entsprechend als großer Castlevania-Fan, ich bin mega heiß auf dieses Spiel und werde da auf jeden Fall auch noch ein bisschen Geld reinstecken. Also, solange Konami diese Spiele nicht mehr macht, müssen es eben andere tun. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr von Konamis Vorgehen haltet, ob ihr die Zukunft des Gamings auch eher im mobilen Markt seht und was ihr tun würdet, wenn das tatsächlich so kommt. Und natürlich könnt ihr mir auch gerne schreiben, was ihr von Bloodstained haltet. Das war's von mir, macht's gut, bis dann, euer Martin.